Infoflies Honig, Tafel 2. Aus was besteht Honig? Honigbienen sammeln, sobald sie Nektar und Pollen finden. Aus dem feuchten Nektar, dem Blütensaft und bieneneigener Enzyme, Invertase, entsteht Blütenhonig. Der Pollen, Blütenstaub, versorgt die Bienen mit Eiweiß, Fett, Vitaminen und weiteren wichtigen Nährstoffen. Im Honig ist meist auch ein wenig Pollen enthalten. Er sorgt für die hellgelbe bis dunkelbraune Farbe. Nur der Waldhonig ist immer dunkel. Er entsteht aus den Ausscheidungen von Läusen. Da er sehr mineralstoffhaltig ist, sollte er den Bienen nicht als Winterfutter zur Verfügung stehen. Sie könnten sonst an Durchfallerkrankungen, Nosemose, leiden. Über 300 Inhaltsstoffe im Honig sind erforscht. Einige der antibakteriellen, antiviralen, krampflösenden, verdauungsfördernden und bislang vermuteten blutdrucksenkenden Wirkstoffe sowie Antioxidantien können sich beim Erhitzen über 40 Grad Celsius verändern oder werden sogar zerstört. Doch auch heißer Tee mit Honig ist immer ein Genuss. Bildbeschreibung. Foto oben. 4 Honigbienen sammeln Pollen und Nektar im offenen Kelch einer gelben Pfingstrose. Bild darunter. Der Farbton des Honigs in einem Glas wird mit Hilfe eines Farbfächers bestimmt. Foto unten rechts. Unser Plüschbär sitzt stolz auf frisch abgefüllten Honiggläsern.